Ja, wir wohnen schräg gegenüber und haben Blaulichttür, sind dann alle raus. Das Haus stand lichterloh in Flamme. Die Häuser sind ja sehr eng bebaut. Und dann ging es ganz schnell. Dann kamen ganz viele Feuerwehrautos. Die ganze Nachbarn wurden evakuiert. Und jetzt sind wir ganz froh, dass es relativ schnell eingedämmt wurde. Ne? Wow. Ganz wow. Hallo. Wir sind in Eichtal im Ortsteil Neuenhaus. Wir sind alarmiert worden zu einem Gebäudebrand. Ein leerstehendes Gebäude, das renoviert wird, das ist im Vollbrandstand. Eine enge Bebauung, die massive Brandausbreitung, die fortgeschrittene Brandausbreitung und dann halt hatten wir die oberste Priorität, dass wir eine Riegelstellung zu den sehr dicht bebauten Nachbargebäuden herstellen. Ja, wir wollten eine zweite Wasserquelle, eine zweite Wasserversorgung herstellen, weil wir doch im Anfangsstadium relativ viel Wasser gebraucht haben. Um einfach eine Unabhängigkeit herzustellen, haben wir von der Eich eine ca. 600 Meter lange Wasserleitung hergelegt. Wir hatten 5 C-Rohre, ein B-Rohr und ein Wenderohr über die Drehleiter im Einsatz zeitweise. Der Atemschutzwagen von der Feuerwehr Esslingen ist dort, um uns zu unterstützen, dass wir wieder einsatzbereit werden. Die Feuerwehr Filderstadt war mit einem Löschfahrzeug und 2 Großtanklöschfahrzeugen vor Ort zur Unterstützung. Wir sind ein paar Meter weiter weg. Ja, damals hat auch ein Wohnhaus gebrannt. Das war, glaube ich, eine Sauna damals. Ja, war die Bebauung noch ein bisschen enger, aber es ist die gleiche Problematik. Ja, wir waren mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr hat reibungslos geklappt. Also wir saßen oben bei Two and a Half Men, Feuerwehr gehört und ich sagte zu meinem Vater, ja, Feuerwehr, lass doch durch, die wird schon irgendeinen Grund haben. Und dann sind wir hier ans Dachfenster raus und da hast du schon komplett, der Himmel war knallgelb und da hast du schon die Flammen gesehen, die über das Haus hier drüber sind. Also echt, hat schon kräftig, ich sage jetzt mal 10, 20 Meter die Flammen hochgeschlagen. Das erste Mal, ich glaube vor 2009, da hinten vom Nachbar Dachstuhl abgebrannt durch einen Saunabrand. Die Erinnerungen kommen da wieder hoch. Wir haben halt auch viel Holz hier. Man denkt da nicht gleich an sich selber. Ja, da waren 3-4 Explosionen. Dann habe ich aus dem Fenster mal geschaut. Ja, habe gesehen, das Haus vom Nachbarn. Und ja, da habe ich auch gleich daran gedacht, dass das Haus direkt daneben noch ein älterer Herr wohnt. Bin gleich rübergegangen und haben ihn rausgeholt. Ja, anderer Nachbar war schon von anderen Zeit, so viel ich mitgekriegt habe, auch schon am Haus dran. Ja, da habe ich ihn schnell rausgeholt, aus der Gefahrenzone gebracht. Die Feuerwehr war auch schnell da, also Hochachtung, Respekt. Die haben ja wahrscheinlich irgendwo die Birne angezahlt. Mir hat ein Nachbar gesagt, dass ich am Kopf blute, also irgendwo angestoßen wahrscheinlich der ganzen Hektik. Ich merke das selber kaum.